So, willkommen zurück zu einem neuen Angespielt. Ja, und zwar spielen wir Möbius Empire Rising hier. Das ist so ein bisschen... Tja, ich war jetzt irgendwie zweieinhalb Wochen im Urlaub. Hab jetzt noch ein bisschen Resturlaub, also bis Ende der Woche. Und ja, wie gesagt, mein Postfach begrüßte mich mit so einer schönen Mitteilung, wie Möbius Empire Rising wird veröffentlicht am 27. Oh, verdammt. Ja, jedenfalls wird es jetzt irgendwann veröffentlicht. Ich bin der Meinung, morgen, also sprich, wenn ich alles gut mache, dann kriegt ihr es morgen, also sprich, es wird heute veröffentlicht. Weil ich muss es noch schneiden und so ein bisschen hin und her. Aber fangen wir mal hier ein bisschen an. Möbius Empire Rising ist ein schon etwas älteres, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ab Juni im Handel, genau. Wie gesagt, 27. Also morgen, genau. Morgen, unverbindliche Preisempfehlungen sind 30 Euro. Im Online-Handel kriegt man es bestimmt wieder ein bisschen billiger. Pinkerton Road Studios hat es entwickelt für PC und Mac. Wir spielen es natürlich wieder auf dem PC. Ja, und wie gesagt, ich habe hier die Version, die Vorab-Version. Ich werde jetzt kein Let's Play von machen. Ich mache mal erstmal so ein Angespielt. Für ein Let's Play würde ich mir dann halt die Version auch kaufen. Das ist so, finde ich, eine faire Sache, weil ich doch die Entwickler auch durchaus unterstützen will. Das ist jetzt von Crimes & Cow, wird es hier in Deutschland verlegt. Also sprich, die lokalisierte Version in Deutsch. Wir sehen hier schon so ein paar hübsche Videos. Also Videos, naja, so ein paar Screenshots, was uns so erwarten wird. Ich kann ja nochmal hier ein bisschen vorlesen. Möbius Empire Rising ist der erste Teil einer brandneuen Serie paranormaler Mystery Adventures der preisgekrönten Game Designerin Jane Jensen, Gabriel Knight-Reihe und Grey Matter. Grey Matter habe ich selber nicht gespielt, aber durchaus ein Kollege von mir und ich war durchaus ab und zu mal mit dabei, wenn mich nicht alles enttäuscht. Aber gut. Begleite Malachi Rector, einen brillanten Antiquitätenhändler und Historiker, dessen fotografisches Gedächtnis und Auge fürs Detail jeden Schauplatz, jede Person und jeden Gegenstand in interaktive Puzzle verwandelt. Reise zu den exotischsten Orten des Planeten und fordernde Rätsel zu lösen. Umfordernde Rätsel. Nach versteckten Hinweisen zu suchen, Indizien zu kombinieren und dabei eine globale Verschwörung aufzudecken, welche die Welt in den Abgrund zu stürzen droht. Entschuldigung. Als eine junge Frau brutal ermordet wird und ein Geheimdienst der Regierung die Ermittlung aufnimmt, ist es allein Malachi, der dieses Rätsel lösen kann. Ein Mann, dessen Schicksal möglicherweise nicht in den eigenen Händen liegt. Features. Nutze Malachis fotografisches Gedächtnis, um Schauplätze, Personen und Gegenstände zu analysieren. Reise nach Venedig, Kairo, Zürich und andere Orte, um die Mysterien von Raum und Zeit zu enträtseln. Decke eine weltweite Verschwörung noch nie dagewesenen Ausmaßes auf. Forme Malachis Schicksal und Malachis Schicksal und entschlüsse seine geheimnisvolle Verbindung zum ehemaligen Special Forces Soldaten David Walker. Tauche ein in einen einzigartigen Mix aus 2D- und 3D-Grafik, kombiniert mit einer komplexen Geschichte, spannender Atmosphäre und kniffligen Puzzles. So, ja, Genre Adventure, das ist so mein Lieblingsgenre mit Rollenspielen zusammen. Genau, Altersfreigabe ab 12. Vorbestellen brauchen wir nicht. Wir haben hier ja die Vorabversion. Vielen Dank nochmal dafür an Crimes & Cow. Und ich würde sagen, dann starten wir mal. Hier habe ich es mir hingezogen. Starten wir mal. So, können wir hier gleich mal. Ihr seht schon, alles komplett blind. Ja, mir doch egal. Was? Right, left, up. Horizontal plus minus was? Okay. Da können wir, Windows brauchen wir nicht, wir wollen das in Vollbildmodus und dann starten wir mal. Habe ich jetzt die falsche Auflösung ausgewählt?
hat meiner aufgepasst, ob das 1920 mal 1200 war. Sieht auf dem Kontrollmonitor aber korrekt aus. Okay, eine Hand. Play game laut. Ich dachte, es ist Deutsch. Deutsch. Ah, gut. Ein bisschen. So ein bisschen die Musik angepasst. Tipps machen wir mal erstmal aus. Untertitel lassen wir an. Ja, ich denke, Anzeige ist klar. Okay. Schauen wir mal. Infree coming. Na komm. Gebt euer Bestes. Der Test war leicht langweilig. Noch 10 Minuten, Kinder. Wartet mal, jetzt ist wieder mein Problem. Wie liest man so Comics? Autsch, sie sollten Nadeln nehmen, die nicht wehtun. Erfinde doch welche, wenn du groß bist, hm? Mal Lucky Records, Testergebnis, Stirnlappenanalyse, linker Cortex, bla bla bla. Okay. Vertieft in deine Bücher, Kai. Du bist so ein guter Junge. Ich gehe spazieren. Ich bin bald wieder zurück. Okay, Mami. Logik 99,9%. Gedächtnis 99,5%. 2 Stunden später. Ich muss gehen, bevor sie was merken. Nächste Woche? Dein Mann ist ein Trottel. Das sind wir alle. Ah! Okay. Ein Wolf. Wo ist die Frau? Okay. Kai, bleib weg! Okay. Isabel! Ah, peng, peng! Isabel, nein! Bewertet Code Rot. Rot. Sanson, Spanien, September 2003. Ah. Bin bei Paris Villa Rector. Erwarte Ihre Übertragung. Senior Rector, Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Sie sollten ein sehr gutes Auge haben. Dieses Stück werden Sie lieben. Es ist prächtig, ein Schatz, ich... Kann ich die Truhe jetzt sehen? Natürlich, sie ist oben, hier entlang. Das ist sie, garantiert echt. Ich habe natürlich die Dokumente dafür. Mehr wert als die verlangten 2 Millionen Euro. Sie wurde 1470 angefertigt und einen Monat lang von Torquemada persönlich benutzt. Okay. Die Truhe selbst ist 17 Jahrhunderte... Die Truhe selbst ist 17 Jahrhundert aus Rom. 17. Jahrhundert aus Rom. Oh Gott, ey. Die Scharniere sind rostig, der Verschluss nicht. Sie stammt von einer Kommode, 15. Jahrhundert. Die Lasur ist 16. Jahrhundert, venezianisch, eine Bodenlasur. Ah, und die Fälscher konnten modernen Holzleim nicht widerstehen. Die Truhe ist bunt zusammengewürfelt, Schätzwert $5,000. Danke, Mr. Rector. Ihr Honorar wird sofort überwiesen. Eieieiei. Sie verletzen meine Ehre. Sie lügen, das war alles ausgedacht. Niemand könnte so etwas mit einem Blick wissen. Niemand. Für wen halten Sie sich? Für jemanden, der Geld verdient, indem er Wertgegenstände schätzt. Auch Schmuck. Kubischer Zirkon, amerikanisch. Grünes Glas, Portugal. 10 Karat Goldüberzug auf Aluminium. Schätzwert $150. Nein. Farida. Er ist ein Lügner. Mejas, Tomado, El Pedro, Conor, ihr wisst schon. Eieiei. Eres un... Okay. Bang. Okay. Gretchen Stern. GPS-Cord für nächstes Krankenhaus, sofort. Okay. Verdammt, Sie sollten doch Begleitschutz anheuern. Wann hören Sie auf mich? Malachi? Malachi? Naja, okay. Alles klar. Wissen wir also Bescheid. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Na komm, da können wir vielleicht sogar nochmal reinspielen. Was? Pinkerton Road Production. Wussten wir. Development by Phoenix Online Studios.
Oh, eine Glühbirne, okay. Ein Lagerhaus, ja, vielleicht auch halb Bibliothek, halb Lagerhaus. Directed, written and designed by Jane Jensen. Producer Cesar Bitar. Executive Producer Jane Jensen, Robert Holmes, Cesar Bitar und den Rest konnte ich leider nicht mehr lesen. Aber ihr könnt ja zurückspulen, wenn es euch interessiert. Art Director, Direction Andy Hoyos? Naja. Composer Robert Holmes. Mann, was immer wieder so für Leute damit arbeiten bei so einem Spiel. The Savant. Queen Thomas S. Malachy, Rector Starring. Okay. Das wird in der deutschen Lokalisierung vielleicht nicht ganz so wichtig sein. Binot als, also Colin Binot. Naja. Da. Okay, wir sehen schon irgendwelche mystischen Sachen wie Unendlichkeitssymbole. Ein total mystisches Symbol. As the way. Okay. Michael Palacio, Garrett Penn, Richard Flores, Drew Boss, Julia Hawk. Nee, Wasnewski und... Oh Mann, Leute. So mit Namen habe ich es aber auch nicht. So vom Stil her wie in so einem doch älteren Buch mit Kapitelchen und so. Schon interessant. Okay, Schädel im Hintergrund. Gut. Ich würde mal sagen, das ist ja wohl offensichtlich Krieg, was wir hier sehen. Ja. Atomexplosion. Okay, also über Kickstarter finanziert, wenn ich das richtig sehe. Möbius Empire Rising. Gut. Schön. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe mich vorher nicht darauf vorbereitet. Das ist jetzt komplett blind, wie ihr auch daran sehen konntet, dass ich das Ding wirklich gestartet habe. Und zwar habe ich es wirklich nur installiert und dann gestartet. Kapitel 1. Punktzahl, was? Punktzahl 0 von 676 Punkten. Na, ich vermute mal. Gut, wird ja nun angespielt bisher. Also. Wobei, vom Setting her könnte schon sein, dass ich das durchaus als Let's Play mir noch angucke. Aber jetzt erstmal. Menü nicht. Speichern. Ja, von mir aus. Ich dachte nur, speichern wir mal. Play? Sind wir bei 13 Minuten, haben aber noch nichts vom Spiel gesehen. Okay. Ja, okay, so leicht überzeichneter Comic-Stil. Mit durchaus realistischen Szenarien da drin, okay. Mal gucken, ob uns das so gefällt. Ich weiß noch nicht. Kommt immer drauf an. Malachi, you're back. Just landed. Are you all right? What did the doctor say? Lots of bruising, but there's no permanent damage. Don't fuss. Malachi, you were in the hospital in Spain for a week. A man who evaluates antiques for a living should not have to worry about getting beaten by thugs. The chest Senor Perez was trying to sell was a fake. It's hardly my fault he took my evaluation badly. You need to take security on these jobs. Some of these sellers are dangerous people, and you excel at pushing people's buttons. I'm honest, and that's precisely why my clients hire me. Is there any urgent business? I have a few things to fill you in on. Let me know when you've had a chance to settle in. Okay, gut. Also offensichtlich ohne deutsche Sprachausgabe. Gut.
stört uns jetzt nicht so. Ich kann ja kurz nochmal zusammenfassen. Für die Leute, die das Ganze auf dem Handy sehen und nicht die Untertitel schnell mitlesen konnten oder so. Ja. Im Prinzip haben sie nur sich drüber unterhalten. Er ist gerade wieder angekommen und hat ein bisschen was über diese Geschichte erzählt, die wir uns ja vorhin angeguckt hatten als Comic. Dass derjenige für, also dass der Verkäufer, bei dem er das geschätzt hat, den Wert der Truhe, nicht so begeistert war und ja. Und sie meinte dann zu ihm, er solle doch Bodyguards mitnehmen, weil es häufig bei solchen Aufträgen halt Verkäufer gibt, die gefährlich sind. Was war noch? Habe ich irgendwas vergessen? Ach ja. Ich glaube, das war's. War's das? Ich denke schon. Habe ich noch was? Irgendwas war mir noch. Na gut. Ach so, und weil er ja auch ein. Und was sie noch sagte, ist, er hätte ja ein Händchen dafür, solche Leute zu verärgern. Also, wir haben ja gemerkt, er geht auch nicht zimperlich mit den Leuten um. So. Aber so wird gespielt. Steuerung. Bewege den Mauszeiger, um Hotspots auf dem Bildschirm zu entdecken und um Malachi zu bewegen. Klick einmal, um einen Ort zu einem Ort zu gehen. Oder zweimal, um hin zu teleportieren. Okay, also Standard. Adventure-Navigation, Suitcase. Wenn du mit einem Objekt oder einer Person etwas tun kannst, leuchtet der Mauszeiger und zeigt so dir einen Hotspot-Namen an. Klicke, um zu sehen, welche Handlungen möglich sind. Okay. Das Gesprächssymbol benutzt du, um dich mit Leuten zu unterhalten. Normalerweise zeigt es dir eine Liste der möglichen Gesprächsthemen. Okay, gut. Wissen wir Bescheid? Also wie gesagt, Standard-Adventure-Steuerung. Mithilfe des Benutzensymbols kannst du Sachen tun, etwa eine Tür öffnen oder an einem Hebel ziehen. Klar. Mit dem Auge kannst du dir etwas ansehen und dir Malachis Beschreibungen der Dinge anhören. Auch das ist klar. Mit der Hand nimmst du Dinge an dich und steckst sie ins Gepäck. Also ins Inventar, klar. Das Gepäcksymbol bedeutet, dass du ein Objekt bei der ausgewählten Person oder Sache einsetzen kannst. Mithilfe des Symbols benutzt du das aktuell gewählte Objekt, das soeben rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das oben rechts, nicht soeben. Gespräch. Eieiei. Klicke auf das Symbol ganz oben rechts, um das Gepäck zu öffnen. Klicke ein beliebiges Objekt an, um es zum aktiven Objekt zu machen. Das dann als Symbol angezeigt wird, klar. Klicke auf das Auge und dann auf ein Objekt, um dir seine Beschreibung anzuhören. Ach, nicht Gespräch, sondern Gepäck, sorry. Klicke auf die Lupe und dann auf ein Objekt, um dir eine Nahaufnahme anzusehen, falls es eine gibt. Um Objekte miteinander zu kombinieren, wähle ein erstes Objekt aus dem Gepäck aus, klicke das Gepäcksymbol an und dann das zweite Objekt, mit dem du das erste kombinieren willst. Okay, das werden wir mal sehen. Aber wie gesagt, momentan sieht es eher aus wie Standard-Adventure-Steuerung. Wäre auch irgendwie doof, was anderes zu machen. Menüleiste im Spiel. Klicke die Schaltfläche oben links an, um das Spielmenü zu öffnen. Auch das haben wir schon gemacht. Der Menü-Button zeigt das Mini-Menü an, in dem du Spielstände sichern und laden, die Einstellungen ändern oder zum Hauptmenü zurückkehren kannst. Auch durch Drücken von Escape erscheint das Menü. Okay. Greife mit dem Handy-Symbol auf Malachis Handy zu. Ein grünes Ausrufezeichen weist dich auf neue Informationen hin. Mit der Taste P kannst du das Handy ebenfalls öffnen. Okay. Das Kartensymbol bringt dich zu einer Landkarte für das aktuelle Kapitel, falls es eine gibt. Du kannst die Karte auch mit der Taste M öffnen, also für Map. Das habe ich jetzt mal so hinzugefügt. Das Hotspot-Symbol zeigt dir alle Hotspots und Namen im aktuellen Gebiet an. Statt das Symbol anzuklicken, kannst du auch die Leertaste drücken. Das Menü im Spiel zeigt dir auch das aktuelle Kapitel und deine Punktzahl an. Gut. Und so wird gespielt. Wissen wir Bescheid jetzt. Ich würde sagen, für die nullte Folge reicht es das. Und wie es wirklich losgeht, machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Die werde ich dann aber morgen auch gleich, also heute nach dieser hier auch gleich noch mit veröffentlichen. Wäre so ein bisschen unfair. Gut, ich würde sagen, sonst haben wir alles und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wie viele Folgen ich hiervon mache, kommt ein bisschen so darauf an,
Ich denke mal, ich schau mal, dass wir so uns einen ersten Eindruck vom Spiel machen können, damit ihr entscheiden könnt, ob ihr euch das vielleicht selber kaufen wollt oder nicht. Wie gesagt, ich werde das dann so machen. Und wenn es mir gut gefällt, vielleicht reiche ich das dann hinten an für ein Let's Play mal. Wie gesagt, ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich gerne machen wollte. Das Regal ist voll. Aber wie gesagt, das hier könnte durchaus ein Titel sein, den wir auch als Let's Play machen können. Aber wenn ich so lange warten will, kann es sich ja dann kaufen, wenn wir uns da den ersten Eindruck von gemacht haben. Gut, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Rektor Antik.